Huch, was war das gerade? Naja, egal. Hallihallo und herzlich willkommen bei Thief. Thief, Thief. Ich bin der Baume und wir spielen immer noch den Geralt und wir sind immer noch unterwegs auf unserer wackeren Sidequest-Geseide-Queste. Ja. Ja, genau. Wir questen uns eins an der Seite rum und deshalb geht's nicht mit dem Boot zu... Ach, wie hieß sie jetzt nochmal? Aaron? Die da wahrscheinlich irgendwo in der Klapse sitzt oder in der Heilanstalt oder wie auch immer. Wie auch immer die überhaupt überlebt hat. Ich habe ja das Gefühl, sie hat überlebt und hat jetzt irgendwelche übernatürlichen Kräfte gekriegt durch dieses Knicklicht, wo sie raufgefallen ist. Also hier dieses ganz besondere ja, magische Knicklicht. Die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Ja, du hast doch einen netten Lumpen hast du doch an. Du siehst ja eigentlich auch sogar recht gepflegt aus. Hey, was geht? Und ich glaube, das mit der Arznei ist eine Lüge. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Immer diese verfickten Einkäufe. Ich kriege ja noch einen an der Klatsche. Eintopf, Eintopf. Die ganze Welt besteht wahrscheinlich bei denen aus Eintopf. Die wären total überrascht, wenn denen jemand sagt, dass es auch einen Teller gibt. Heute Nacht. Gibt's wirklich. Habe ich gesehen von Maggi oder so. Ein Teller. Das ist ein ganz kleiner Eintopf. Wusch. Ich hoffe, hier sind keine Wachen. Nein. Nein, 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 nein. Ach, da drüben geht's lang. So, warte mal. Ich mach mal hier einen kleinen Hops rauf. Wir müssen jetzt ins Viertel nebenan zum Stoner-Markt. Gut. Aber ich guck mal, ob wir hier was in der Nähe haben. Schließlich ist der Stadtteil groß und wir sind klein. Hier ist ja unglaublich viel. Wieso konnte ich denn das vorher nicht sehen? Was habe ich denn jetzt überhaupt markiert? Das hier. Wo komme ich her? Ach so, okay. Okay, also hier ist was. Okay. Auf Schritt und Tritt. Deaktiviere alle Fallen. Meine Leute haben Ärger auf dem Weg des Barons. Aha. Ein Empörkömmling hat seinen Dachspeicher zum Privateigentum erklärt. Entschärfe seine Fallen und mach die Dächer wieder sicher. Zumindest für uns. Okay. Mach ich. Da geht's hier lang, hä? Und dann... Dann hier hoch, oder wie? Wo waren denn hier Fallen? Das war doch... Das ist doch neu, das Zimmer. Das ist doch neu. Ich habe ja echt... Keine Fallen. Gut, dass ich hier war. Sonst hätte sich noch wer verletzt. Alter, das kriegen die nicht selber hin? Ernsthaft? Ja, da ein Draht durchschneiden? Gut, okay. Ja, ist schon schwierig. So Drähte, da braucht man schon Werkzeug für. Auch ich musste da erst investieren, sozusagen. Oi, 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 oi. Ich hab was Geiles gesehen. Jap, 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 jap. Doppelt so viel Salz und halb so viel Ratte. So mag ich das. Ah ja, ich weiß nicht. Wenn es nur noch Ratte zu essen gibt überhaupt, dann... So viel Salz vielleicht auch nicht so geil. Was habe ich mir da jetzt für einen Weg geöffnet? Und hier könnten wir auch noch irgendwo... Habe ich doch gerade gesehen. Könnten wir doch noch so ein Seil ranhängen. Wo war denn das? Wie geht denn das? Warte mal kurz. Ach da, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es ja schon. Meine Güte. Oh, mit Controller, ey. Echt. Wirklich. Es ist wahr. Mit Controller. Ihr friert alle, dann zieht euch was an. Mensch, geht doch mal rüber zu Kick oder so, kauft euch ein paar Klamotten. Was ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. Hi. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Ja, aber da, wo es Eintopfküchen gibt, da fragen sich die Leute immer nur, was die nur in den Eintopf machen. Und vor allen Dingen, was aus den Eintopfküchen geworden ist. Wollte man nicht irgendwie was Neues probieren? Keine Ahnung, ein Döner oder so. Diese verdammte Stadt. Ja, hat nicht einen Dönermann. Nur einen Topf. Tag ein, Tag aus. Ach, stimmt. Das war das Zimmer von dem Jäger. Ich erinnere mich. Haben wir hier was übersehen? Gab es hier irgendwas? Hey. Aber es ist auf jeden Fall ein Durchgang zu diesem, wo wir unser Seil gerade eben gespannt haben. Und wo auch der Weg übers Dach führt. Und ich glaube, wir haben uns hier gerade eine richtig nette Passage überall Ratten eröffnet, wo man mal
bisschen besser hier durch die Stadt kommt als bis jetzt immer die ganze Zeit. Das war ja voll der Krampf da vorne. Ich hoffe, ich habe jetzt hier irgendwie so den heiligen Gral des Schleichens gefunden. Alle hopp. So. Ich schätze mal, da oben komme ich nicht rauf. Da ist schließlich ein Dach drauf. Was haben wir denn hier? Nischt? Nischt? Was ist das denn? Ein ganzer Raum voll Nischt? Geil. Ui. Da ist doch was. Und hier geht's wieder runter? Sicher? Hing das Seil schon immer da? Habe ich das da hingeschossen? Da geht's auch noch hin. Warte mal, das muss ich mir anschauen. Hopp. Dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. Da ist doch ein Schalter. Jetzt will ich mal gucken, ob ich den mit dem stumpfen Dingsbums hier geschissen kriege. Krumm! Saugeil! Hui. So, dann gib mir mal all dein Zeug. Als Dank mache ich auch das Brandrisiko. Niedriger. John Tallows schwarze Liste. Was schreibt er denn so? Lady Christina hat so getan, als hätte sie mich heute nicht gesehen. Habe ein Rad ihrer Kutsche sabotiert, sodass es bricht, sodass sie den gepflasterten Weg erreicht. Wäre gerne dabei, um ihren Sturz zu beobachten. Ja. Kein Bock jetzt so einen Scheiß zu lesen. Sorry. Oh, hab nicht mehr richtig Lust zu lesen. So, hier, lieber Clown. Clown ist viel cooler. Wie gesagt, Clown ist viel cooler. Ich bestehle einen Hehler. Normalerweise ist es andersrum. Da haben wir ganz aus Versehen jetzt hier noch eine andere Sidequest erfüllt, okay? Gut. Geiles Geheimzimmer. Muss schon sagen, sowas hätte ich auch gern. Ist nur halt irgendwie echt schwierig, da eine Wand in die Wand zu schieben. Da muss man erstmal jede Menge Bauarbeiten und so. Ich glaube, das Haus wird dann auch ein bisschen hellhörig. Aber ansonsten, ja, super, toll. Was die wohl in den Eintopf werfen? Ich werf dich gleich in den Eintopf, wenn ihr noch einmal hier irgendwo über Eintopf redet. Diese Stadt. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Was ist denn das hier hinten? Ist das die Dingsbumsfrau? Ja. Ja, die Königin der Bettler, alles klar. Da wollte ich auch nochmal hin. Da könnten wir jetzt eigentlich auch direkt hin. Machen wir aber nicht. Nee, ich gehe erstmal hier noch zu Steel Sick Willys goldene Uhr. Genau. Das klingt total nach Spaß. Wie komme ich da jetzt am klügsten hin? Hier unten wäre, glaube ich, der schnellste Weg. Aber das ist auch auf jeden Fall der tödlichste Weg nach unten jetzt. Ich brauche was zu trinken. Trink doch. Weiß nicht. Mir fallen so viele Sachen ein und nichts davon ist vernünftig. Hatten wir hier nicht gerade irgendwo die Fallen entschärft? Dann müssten wir doch theoretisch durchkommen, oder? So. Ja, ihr könnt mal schön. Geht mal weiter. Und so. So. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Und hier müsste auch irgendwo ein Fenster in der Nähe sein, durch das wir dann wieder in den nächsten Map-Abschnitt gelangen. Lieber Wegpunkt, zeig mir dem... was glitzert da? Was hat da geglitzert? Eine Münze. Siehst du? Die war ganz allein, lag die da in... Wir hatten die da liegen lassen. Schlimm. Schlimm. Rauf da, mit dir. Hops. So, hier haben wir ja alles entschärft. Ich glaube, hier kommen wir super durch. Tack, tack, tack. Macht er das alleine auf? Ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Ladebalken. Wird geladen. So, da sind wir also wieder hier in dem Teil. Ui, das lächelt mich aber an. Das okay, alles cool. Alles cool? Alles cool? Da glitzert was. Ups, ist bestimmt jemand aus dem Fenster gefallen. Er hat sich nicht getraut, das runter zu krabbeln. Wie siehst du aus? Hast du eine rotblutige Nase? Den haben sie angemalt. Das war der Pausenclown. Hallo, Peter der Pausenclown. Da ist er wieder. Hallo, Peter. Mach's gut, Peter. Schreib mal eine Karte. Du kannst gar nicht schreiben. Das ist scheiße. Und schreib halt nicht. Wie kommen wir da hoch? Wie können wir das da klauen? Wie kommt man da hin? Ich will da jetzt eine Antwort. Wie komme ich denn da hoch? Ein Seil spannen?
Ein Seil spannen. Geil. Geil, geil. Ich komme langsam ein bisschen hier so auf die Spiellogik klar. Hui. Ein Seil spannen. Einfach mal so. Hops. So. Man sagt doch, die Dächer sind die Straßen der Verbrecher. Jetzt sind wir endlich mal auf dem Dach. Also so richtig auf dem Dach. Also richtig oben drauf. Da hat nichts geglänzt. Das war nur der Plitschplatschregen. Gut, okay. Nun, da wir hier sind, wo ist mein Wegpunkt? Ach, da unten. 20 Meter ist ja gleich hier. Was ist das für ein Obelisk? Habe ich den schon aktiviert? Wie viele gibt es eigentlich davon? Es soll doch mehrere geben. Schaffen wir das? Ah. Bisschen tollpatschig ist er ja schon irgendwie manchmal. Ah ja, okay. Was auch immer hier für ein Knopf ist, den haben wir schon gedrückt. Gut, nächste Sidequest. Sollte ich mir vielleicht erstmal durchlesen, was das überhaupt für eine Sidequest ist? Oh, nö. Nö, doch. Nee, doch. Na, wenn das mal kein Freudenhaus ist. Oh, doch, ich lese mir das mal kurz durch, wo wir hier sind. Wir sind Garrett. So viel wusste ich schon. Stiehl das Gemälde, bla bla bla. Das ist doch die Mission. Händler. Hier, Ziele. Ziele! Erreiche das Boot, bla bla bla, verfolgt. Ach hier, Sick Willy. Story? Da. Sick Willy hat alles verdient, was ihn jetzt erwartet. Früher hat er mit seiner goldenen Taschenuhr in Blackfurrow den großen Herrn markiert und trotzdem ständig seine Huren um jede Münze betrogen. Wegen der Schwermut und seiner tobenden Syphilis sind seine Tage gezählt. Und ich will diese Uhr, bevor sie irgendein dämlicher Mistkerl klaut. Oh, wir sind kein dämlicher Mistkerl, heißt das. Das ist ja lieb. Gut, ne? Immer das Positive sehen, sag ich nur. Das ist keine goldene Uhr, okay. Ich finde, das Schlösserknacken ist irgendwie zu leicht geworden. Ich hätte in einen Punkt nicht investieren dürfen, weil das, ich musste ja gerade irgendwie echt gar nichts machen. Also es gibt tatsächlich auch ein paar Schlösser, die waren, ein paar waren halt auch echt schwer vor dem Upgrade. Was ist denn hier alles drin? Der ganze Schrank ist, nee, doch tatsächlich noch ein leeres Fach. Schön. Ist hier jemand? Quatsch nicht. Hui, na das Gemälde sieht interessant aus. Das guck ich mir gleich mal an. Erstmal wieder Feuerwehr spielen und da noch ein bisschen meinen eigenen Brand löschen. Hallo, junge Dame, ich komme gleich auf dich zurück. Ich will nur noch ein bisschen mehr klauen als notwendig. Da, 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 da. Die Schubladen. Ich wette, in dem Gemälde ist wieder ein Schalter. Schalter! Brief an Sick Willy. Dass er auch noch Sick Willy heißt und dann die Syphilis kriegt, das ist echt geil. Ein verdammt guter Künstlername und eine Zeitung. So, wo ist der Brief an Sick Willy? Warte halt. Da, Stone Market. Da, Brief an Sick Willy. Willy, du Mistkerl. Du weißt, ich hab dich gut bedient. Warte mal. Willy, du Mistkerl. Du weißt, ich hab dich gut bedient. Und von dir nur das Dogfieber gekriegt. Bezahl mich, oder ich schick dir Jeb Chokes von der Allbeißern vorbei. Der mag's nicht, wenn Leute ihn oder seine Investitionen betrügen tun. Ich hab dich gut verdient. Willi, Alter, Willi. Kannst du nicht machen? Kannst du nicht. Nicht machen? Willi. Mach auf. Ich sehe schon. Da brauchen wir wahrscheinlich das Bild. Verzeihung. Das kam gerade so gut. Garrett, bist du so einsam?
Ich weiß, ich bin blöd. Butch. Dead ass. Bring me dead ass. Schön. Jetzt mal wieder gut. Alter. Aua, mein Hals. Ich hörte dich ja. Ah, wo ist denn jetzt der zweite Schalter, bitte? Na, warte. Ja, da ist er. Ah. Ist ja auch ein schönes Bild. Muss man ja mal. Hier ruht Sick Willy. Wir werden seinen Humor vermissen. Nee, Garrett, du übertriffst das. Was hast denn da? Sicky, gib doch mal her, Sicky Willy. Die Aalbeißer. Willys Umgang war so schlecht. So schlecht wie sein Mundgeruch? John Tallows? Nee. Brief mit letzter. Was? Willys Register. Ist es das? Rein 4, raus 29. 4 minus 29 ist? Tja, wie viele müssen jetzt in den Laden gehen, damit er wieder leer ist? Das ist eine gute Frage. Der Rest des Aalbeißer-Kredits Nummer 3 ist weg. Die Mädels wollten ihren Anteil, sonst sind sie raus. Keine Mädels ist gleich keine Kohle. Keine Kohle ist keine Rückzahlung an die Aalbeißer. Verdammt nochmal. Was war die Kombination für den Tresor? Ich glaube, das war das aktuelle Jahr. Welches Jahr haben wir überhaupt? Ich glaube, die Aalbeißer verfolgen mich. Wissen die von meinem Versteck im Riverside? Hat eins der Mädels es denen gesteckt? Hab alles rum zusammengesucht, was ich verpfänden kann. Aber meine verdammte Uhr gebe ich nicht her. Man braucht eine Uhr. Ein Mann braucht seine Uhr. Mir juckt's heute irgendwie in der Hose. Echt wie seine Gesundheit. Riverside also. Ach, Willy. Truhe. Machen wir die mal auf, die Truhe. Gold, Gold, ich riech Gold. Einiges wert, wenn niemand weiß, woher sie stammt. Riverside. Wo ist denn das Riverside? Ich hab keinen Dunst. Wir gehen mal auf die Karte. Ne, die richtige Karte. Die richtig echte Karte. Die, nicht die, ich bin jetzt hier drin und nicht draußen Karte. Okay, dann gehen wir erst mal wieder raus. Aha, Riverside. Riverside, das, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das Riverside? Woran erkenne ich denn? Gibt es irgendwo Namen auf der Karte? Oder wie finde ich das Riverside? Da ist ja anscheinend sein ganzer Kram. Kann man das klauen? Nein. Garrett, willst du nochmal anfassen? Jetzt deine letzte Chance. Ich gehe gleich wieder, Garrett. Batsch. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Ja, komm, ein bisschen komisch war's doch. Naja, gut. Also siehe da, das Sidequesten kann auch richtig Spaß machen. The Sick Willy. Da ist er einfach in sein Geheimzimmer gegangen. Und da gestorben. Das gibt's doch nicht. Nur damit er mir einen Schrecken einjagen kann, wenn er dann tot von der Decke gefallen kommt. Und er schreibt in sein Tagebuch, dass es in seiner Hose juckt. Da muss es ja schon echt schlimm gewesen sein. Das Sick Willy. Tja, wir werden deinen Humor vermissen, Willy. Dir geht's besser dort, wo du jetzt bist. Dort gibt's nämlich keine Syphilis. Wer weiß, wo er gelandet ist. Der könnte ja auch in die andere Richtung gefahren sein. Da gibt's vielleicht ganz, ganz viel Syphilis. Tja, okay. Machen wir keine Scherze über Syphilis. Macht echt keinen Spaß. Ich weiß zwar nicht, was das genau jetzt ist, aber egal. Ich will's nämlich auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, dass das ist eine... Wie sagt man nochmal? S-Ü-K? Genau, eine Sück. Sei es drum. Schöne Folge. Nächste Folge wird es bestimmt wieder genauso bekloppt. Wir haben noch genug Sidequests auf der hohen Kante. Ja, und zur
Bettlerkönigin will ich ja noch gehen. Das kommt auch noch mit. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert bei dem Bild. Ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.